Mein Zweitname ist übrigens Dodge und mein Drittname Burn. Eigentlich wollte ich mir den Zweitnamen Abwedler und Nachbelichter geben, aber das hätte echt doof geklungen. Farbpapiercollage, nochmal, und dann die Farbpapiercollage. Ja, bei diesem Bild nochmal. Ja, bei diesem Bild fällt mir als erstes ein Hasta la vista, Baby. Aber nee, das war ja ein anderer Film. Vielleicht geht es Ihnen auch öfter so. Sie haben einen. Nochmal. Haben wir hier eine Wolkenebene mit leichten, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, mit solchen leichten Schleierwolken sind das vielleicht. Und zwar mit den exakt gleichen Einstellungen, die Sie auch beim Abwedler genutzt haben. Das wieder rausschneiden. Sie wissen ja, wie es ist, wenn man rumprobiert und ein bisschen kreativ spielt, dann bleibt schon mal das eine oder andere Pixel auf der Strecke. Nochmal. Und dieses Problem. Das habe ich. Ich habe also nochmal. Dann nehmen wir jetzt einfach mal ein Puzzlestück. Ich skizziere das mal schnell mit dem Lasso. So. Ungefähr sieht ja ein Puzzlestück aus. Also manche Puzzlestücke. Das nochmal. Das fülle ich jetzt mit Schwarz. Also drücke ich einmal die Taste D und dann die Taste Alt und die Rückschritttaste. So. Und das lege ich jetzt als nochmal. Und das lege ich jetzt als Pinselspitze an. Wir müssen jetzt ein paar nochmal. Wir müssen jetzt ein paar Parameter ändern, reintupfen, sodass das Gefühl, sodass, das nochmal, sodass das Gefühl hervorgerufen wird. Dieses Originalbild, das Sie hier übrigens sehen, beziehungsweise Sie sehen nicht mal das Originalbild, Sie sehen das bearbeitete Bild, aber ich werde Ihnen gleich das Originalbild zeigen. Eine zauberhafte Stimmung ins Bild. Ja, zaubern. Und so sieht das dann in Anführungszeichen gewischfingert aus. Und was Sie dann am Ende verlängern, das ist Ihnen überlassen. Also Sie können noch ganz andere Dinge strecken, verlängern. Wir beginnen mal damit, indem wir uns zuerst einmal die Ebenen anschauen. Ja, ich gebe es zu. Ich gehe ab und zu ins Solarium, um meine Haut etwas zu bräunen. Ich blende dazu zunächst einmal die Ebenenpalette ein. Und um das noch weiter zu verstärken, können wir einfach den Kontrast dieser Hintergrundkopie, ja, erhöhen. Nochmal. Und um jetzt diesen Effekt weiter zu erhöhen, nochmal. Und um jetzt diesen Effekt weiter zu verstärken, brauchen wir einfach nur diese, Mensch, nochmal. Und um jetzt diese Kontrast nochmal.